Hi Leserfreaks, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß. Mit dem Lesemonat November, ich habe eine ganze Menge gelesen im November und im Dezember auch. Der Lesemonat kommt aber noch. Und jetzt wird es mal Zeit, das auch in den Lesemonat zu verpacken. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Feiertage und bereitet euch gut auf Silvester vor. Wie gesagt, ich habe sehr viel gelesen in der letzten Zeit und auch gehört. Interessanterweise ist es aber so, je mehr ich lese, desto weniger Zeit verbringe ich meistens dann damit, Videos anzufertigen. Dazu kam, dass ich ziemlich busy war in den letzten Wochen und Monaten eigentlich. Ich habe sehr viel Zeit in meinem Aikido-Dojo verbracht und auch generell mit Sporttraining. Es gibt auch beruflich ein paar Sachen, die sich ändern werden bei mir. Dazu werde ich mal berichten, wenn es soweit ist. Aber da laufen gerade intensive und auch sehr zeitfressende Vorbereitungen. Dann gibt es noch eine Neuerung, was mein Leseverhalten betrifft. Und zwar habe ich mir das angewöhnt, mehr und mehr Hörbücher zu hören, was einfach die Masse an Büchern, die ich bewältigen kann, nochmal deutlich gesteigert hat, weil es einfach sehr viel Leerraum gibt mit Büchern, den man mit Bücher hören füllen kann, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit. Man kann es dann wirklich von nicht nur die Zeit in der Tram hören, sondern wirklich von Haustür bis zur Haustür, und das macht, wenn man viel unterwegs ist, dann schon eine ganze Menge aus, ne? Abgesehen von so neuen Zeitfenstern, Frühstück, Abendessen, sonst wie. Da kriegt man eine Menge weggehört, deswegen ist das eine ganz tolle Art, hat manchmal auch seine Tücken. Dann fangen wir doch mal mit den Hörbüchern an. Ein Titel, der schon unglaublich lange auf meiner Leseliste stand, ist The Art of War von Sun Tzu. Ein absoluter Klassiker der Kampfkunstliteratur des chinesischen Generals, der dann sehr später, ich glaube so in den 80er, 90er Jahren, sehr populär auch bei Managern geworden ist. Das ist eine Stunde Hörgenuss, sage ich mal. Und das Schöne ist, bei dieser Audible-Produktion, ich höre die meisten Bücher über Audible, weil es am bequemsten für mich ist und vor allem, weil es da sehr viele englischsprachige und französischsprachige Titel gibt. Naja, das Besondere bei diesem Titel ist, dass es von Aidan Gillen, ich hoffe, man spricht ihn so aus, gelesen wird, also Littlefinger von Game of Thrones. Der liest The Art of War, und das ist einfach eine super Kombination. Das war mir, als ich das Hörbuch erstanden habe, überhaupt noch gar nicht klar und war dann so ein Schmankerl. Zum Buch selbst: es geht um Kriegsstrategie, um Kriegslisten. Es geht darum, wie man Truppen über Gelände bewegt, wie man das richtige Schlachtfeld auswählt. Es kommt immer super auf den Punkt und ist wirklich so die Essenz der Kriegskunst zu dieser Zeit und lange darüber hinaus. Und für jeden, der sich irgendwie im Bereich Kampfkunst, Taktik und so weiter bewegt, ist das ein unverzichtbares Buch. Wie gesagt, in einer guten Stunde hatte ich es durchgehört. Ein bisschen schade war es, ist mein Englisch dann leider nicht gut genug gewesen an manchen Stellen, um alle Feinheiten zu verstehen, wenn es darum geht, wie man sich über welches Gelände, sumpfig, steinig und so weiter, bewegt. Da habe ich gemerkt, dass ich nicht alles verstehe, aber nichtsdestotrotz hat es mich sehr gut unterhalten und war auch sehr lehrreich und kann ich auch jedem, der sich für das Thema interessiert, nur empfehlen. Dann gab es noch einen anderen Klassiker, den ich endlich mal mir angehört habe, nämlich The Picture of Dorian Gray von Oscar Wilde, das Prosa-Schlüsselwerk von Oscar Wilde, sein Hauptwerk, wenn man jetzt mal die Dramen und Gedichte weglässt. Auch dieser Titel wurde von Amazon produziert, nämlich von Amazon Classics, und wurde von Michael Page gelesen, der das fabelhaft macht, der auch nicht zu schnell liest. Man kann es super verstehen, auch als Nicht-Muttersprachler. 8 Stunden lang dauert es, wenn man es hört, und keine Minute ist zu viel. Das Einzige, bevor ich jetzt gleich auf den Inhalt kurz zu sprechen komme, was ich so ein bisschen
zu bemäkeln habe, ist, dass zumindest in meinen Augen Page ein paar Mal so aus der Rolle fällt. Er gibt jeder Figur eine sehr genuine Sprechweise und ein paar Mal hatte ich das Gefühl, er verwechselt das, wer gerade spricht. Das war so ein bisschen komisch, aber das kommt nur an zwei, drei Stellen vor und war jetzt auch nicht unsympathisch. Ja, die meisten von euch werden diesen Roman zumindest so grob kennen und wissen, worum es geht. Wir haben diesen jungen Adonis, Dorian Gray, Aristokrat, wie alle Hauptfiguren in diesem Buch, denn es geht eigentlich nur um Männer. Und der wird von einem sehr kunstreichen Maler und Freund von ihm, wird er gemalt von Basil. Und als dieses Werk vollendet ist, kommt ein weiterer Freund hinzu, den lernt er kennen, nämlich Lord Henry. Und Lord Henry ist so ein Dandy, ein vollendeter Zyniker, der in diesem ganzen Buch in Aphorismen spricht und man erkennt so ein bisschen, vielleicht, wenn man das möchte, auch Oscar Wilde in dieser Figur wieder. Dieser gemeinsame Freund Lord Henry übt einen sehr interessanten Einfluss auf Dorian Gray aus, nämlich setzt er ihm so den Floh ins Ohr, dass seine Jugend, die wird verfallen und dann ist das, was das Besondere, diese Schönheit von Dorian Gray ist dahin und dann wird er keine Rolle mehr spielen und nur die Jugend zählt. Und das führt dazu, die Erkenntnis, dass dieses perfekte Bild immer so bleiben wird und Dorian Gray soll altern und zu Staub zerfallen, lässt Gray den Wunsch äußern, dass doch das Bild an seiner Stelle altern möge. Und lange Rede, kurzer Sinn, das passiert dann auch. Und alle Entscheidungen, die Gray in seinem Leben trifft, schreiben sich dann in das Antlitz dieses Bildes ein, während er als perfekt aussehender 17-jähriger Jüngling in der Blüte seines Lebens bleibt, bis ins hohe Alter. Wie sich dann aber herausstellt, ist dieser Einfluss, den dieser Lord Henry dann hat, also so ein hedonistisches Leben zu führen, in diesem doch sehr spießigen viktorianischen England, führt dazu, dass der Weg von Dorian Gray, ohne jetzt hier zu viel vorwegzunehmen, bald schon von Leichen gepflastert ist. Und er so komplett seinen moralischen Kompass im Prinzip verliert und das Ganze, wir ahnen es dann schon, kann kein gutes Ende nehmen. Ja, es geht aber mehr darum, wie es erzählt ist. Und es ist vor allem ein Genuss, diese wirklich boshaften und genialen Aphorismen von Lord Henry zum Beispiel zu hören. Also ein fantastisches Buch, ein absolutes Must-Read. Und sollte ich ein Jahresfavoriten-Video machen, dann ist The Picture of Dorian Gray definitiv ein ganz starker Anwärter dafür. Dann habe ich noch das Hörbuch Factfulness von Hans Rosling gehört. Rosling ist ein schwedischer Mediziner, Professor für internationale Medizin gewesen. Und dieses Buch ist im Prinzip sein Erbe, das Freunde von ihm und seine Frau dann zusammengeschrieben haben. Er ist mit dem Manuskript nicht ganz fertig geworden. 8 Stunden ist das lang und es war wirklich ein sehr bereicherndes Buch, auch wenn ich gestehen muss, dass ich diverse Sachen schon vergessen habe. Letzten Endes geht es aber darum, dass er an Zahlen belegt, dass nicht immer alles schlechter wird, wie die Medien es kolportieren, sondern dass trotz aller Probleme, die wir auf dieser Erde haben, es den Menschen immer besser und besser geht. Er macht das zum Beispiel an der medizinischen und wirtschaftlichen Situation fest, zeigt er Entwicklungen auf von Kindersterblichkeit bis zur Alphabetisierungsrate. Und er plädiert ganz stark dafür, dass wir die Welt nicht in Entwicklungsländer oder den Westen und die anderen einteilen lassen. Er zeigt sehr anschaulich, dass das vielleicht mal vor 40 Jahren irgendwie sinnvoll war, aber heute nicht. Und wir haben alle noch diese
so starke Vorurteile im Kopf, die nicht mehr mit der Realität übereinstimmen. Und Factfulness heißt für ihn, dass man sich die richtigen Quellen sucht, sehr nüchterne Daten, das zusammenhaut und dann versucht, ein realistisches Bild von dieser Welt zu gewinnen. Seine Medienschelte bezieht sich auch darauf, dass so die allmählichen Verbesserungen, die es nicht nur in der Medizin, sondern auch in anderen Lebensbereichen gibt, dass die sich so langsam vollziehen, dass wir die gar nicht wahrnehmen, während die Medien am liebsten über Katastrophen und Unglücke und sonst was berichten, aber nicht über die schleichenden Verbesserungen, die aber viel mehr ausmachen. Ich muss gestehen, dass der Titel als Hörbuch ein bisschen ungeeignet war, weil gibt ganz viele Tests, er arbeitet mit unglaublich viel Zahlenmaterial. Dann gibt es zwar bei Audible ein PDF dazu, aber das benutzt man nicht wirklich und es ist auch super umständlich, sich das zu holen. Das hat ein bisschen den Hörgenuss an manchen Stellen geschmälert für mich. Es wäre wahrscheinlich auch mehr hängen geblieben, wenn ich es gelesen hätte. Nichtsdestotrotz war es eine sehr bereichernde Lektüre, die ich auch an Weihnachten verschenkt habe und ein Titel, den ich durchaus empfehlen kann, für jeden, der sich für Sachbücher interessiert und auch ein gutes Geschenk für Menschen, die eher so eine negative Weltsicht haben. Dann kommen wir mal zu den Büchern, die ich in diesem November gelesen habe. Da hätten wir einmal die 13,5 Leben des Captain Blaubeer von Walter Mörs. Wer diesen Kanal von euch verfolgt, weiß, dass Walter Mörs Bücher meine bevorzugte Vorleselektüre sind. Diesen Roman kann ich vor allem denjenigen empfehlen, die vorher noch nichts von Mörs gelesen haben. Ich habe vor zig Jahren diesen Titel mal als Hörbuch gehört. Man soll nicht schlecht über Verstorbene reden. Aber Dirk Bach hat mir auf Jahre hinaus die Lust, mich mit Walter Mörs und Sermonien zu beschäftigen, so nachhaltig vergällt, dass es dann im Prinzip Zufall war, dass ich mal zu Rumo gegriffen habe, weil es hier in unserem Bücherregal stand. Und das war ein Glücksfall, dass ich da zurückgefunden habe. 700 Seiten dick, im Knaus Verlag erschienen. Das ist das Hardcover mit farbigen Illustrationen, die wirklich sehr schön anzuschauen sind und das Buch total aufwerten. Das ist wirklich sermonisches Seemannsgarn vom Feinsten. Wir erfahren hier alles über die Lebensgeschichte des Captain Blaubeer von ihm selbst erzählt. Das hat wirklich nichts, absolut gar nichts mit dem Quatsch zu tun, den manche von euch vielleicht mal bei der Sendung mit der Maus gesehen haben oder so. Es geht hier wirklich um Zermonien und um das unglaubliche Leben des Captain Blaubeer, angefangen als Zwergpirat, der kleiner ist als euer Fingernagel, bis zu seiner Erziehung durch Drahtschwellen. Er lebt auf so einer Geisterinsel, wo er die Geister damit bei Laune hält, dass er in Tränen ausbricht, was die sehr gutieren. Er wird auf einer Insel gemästet, mit allem guten Dingen, die man sich vorstellen kann, bis er so hochgepäppelt ist, dass diese Insel ihn auffressen will. Kann in letzter Sekunde gerettet werden durch einen Rettungssaurier, der ihn so ein bisschen ausbildet. Dieser Saurier ist halb blind. Und dann gibt es eine Reise quer durch den fantastischen Kontinent Zermoniens, mit absolut irrwitzigen Stationen und Abenteuern. Es ist definitiv kein Kinderbuch. Vielleicht können ältere Kinder das lesen, aber das ist in meinen Augen nicht so wirklich die Zielgruppe. Das ist schon für Erwachsene. Es ist manchmal auch so ein bisschen derbe, immer frech. Dieser Humor ist total durchgeknallt. Es gibt absolut schräge Figuren. Also kurzum, es ist ein super schräges Buch, sehr unterhaltsam. Es ist ein hervorragendes Buch, um es anderen vorzulesen, also eurer Freundin oder eurem Freund. Dafür ist es perfekt geeignet. Sehr witzig, durch die vielen Illustrationen und durch den schönen großzügigen Satzspiegel ist es auch letzten Endes nicht so
nicht so fett, also wir haben es relativ schnell durchgelesen. Klare Leseempfehlung, hat mich köstlich unterhalten. Großes Finale am Ende. Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Weil man kann nicht früh genug anfangen, sich mit so einem Thema zu beschäftigen. Ich hab von Nicola Schmidt das Buch Artgerecht gelesen. Geht es darum, wie man natürlich ein Baby hält, sozusagen. Also es geht ganz viel um im Endeffekt um Schwangerschaft und das Thema Stillen. Ich habe gemerkt, dass ich definitiv nicht die Zielgruppe für dieses Buch bin. Es richtet sich nämlich an Mütter. Es gibt, glaube ich, eine Seite, die sich mal an Väter widmet. Und da geht es darum, ja, wenn das Baby nachts schreit, dann kann der Papa es auf den Arm nehmen und ein bisschen rumtragen. Und das war's. Ansonsten habe ich unglaublich viele Dinge erfahren über Muttermilch und das Thema Stillen. Das ist ein sehr interessantes Buch. Ist nicht unbedingt ein Mutmachbuch, kann ich sagen, aber bringt einem zu dem Thema Schwangerschaft irgendwie so ein bisschen näher. Ja, also insbesondere geht es um das Verhältnis von Mutter zu Baby, wie wichtig Hautkontakt ist und das Tragen am Körper. So ein bisschen Ratschlag, der sich durchzieht, dass man das Kind lieber am Körper tragen soll, anstatt einen Kinderwagen zu benutzen. Und ich habe gelernt, wie unglaublich viel Zeit von in den ersten Wochen eine Mutter damit verbringt, das Baby zu stillen, nämlich im Prinzip permanent. Das Einzige, was mir an diesem Buch nicht gefallen hat, also es ist wirklich unterfüttert mit sehr vielen Fakten, sind auch so weiterführende Adressen drin, sind immer so Einschübe drin, wo Eltern erzählen, was sie gerne vor der Schwangerschaft oder bevor das Baby kam, gerne gewusst hätten. Das ist auch sehr interessant und sehr lehrreich gewesen. Das Einzige, was mir auf den Keks ging, ist, dass die Autorin, die das wirklich toll recherchiert hat, permanent darauf rumreitet, dass es irgendwo einen sehr schwer auszusprechenden afrikanischen Stamm gibt und die erziehen ihre Kinder so und so. Ja? Und das ist eine Referenz, die ich nicht verstanden habe, die so ein bisschen nur dazu dient, ihre Ansichten zu unterfüttern. Ging mir irgendwann ein bisschen auf den Keks. Wie gesagt, ich war nicht die Zielgruppe. Interessant war es trotzdem. Und wer weiß, wann ich dieses Buch mal brauchen werde. Es gibt so eine ganze Reihe von weiteren Büchern, je nach Größe des Nachwuchses dann darum, die bestimmt ähnlich gut funktionieren und wenn es mal soweit ist, werde ich da wahrscheinlich auch reingucken. Und dann ist es nicht allzu lange her, dass ich euch hier Kokoro Yoga von Mark Divine vorgestellt habe, mit seinen Vorzügen und Defiziten. Jetzt habe ich noch ein weiteres Yoga-Buch mir geholt, nämlich Männer-Yoga. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, Dirk Benowitz, der Name, der kommt mir so bekannt vor, wie sich dann am Ende der Lektüre herausgestellt hat, ist der Mann Aikidoka und hat einen ziemlich populären Vater, der Aikido-Lehrer ist. In diesem Buch geht es aber um Yoga, Yoga für Männer insbesondere, was sich dann auch so in der Optik der Fotos, ist so ein bisschen Klischee, muss ich dazu sagen, widerspiegelt. Der gibt auch so Ernährungstipps, die für mich uninteressant sind, weil ich weiß, wie man sich gut ernährt, aber ist vor allem für Leute, für Männer gedacht, die keine Vorerfahrungen mit Yoga haben und die sich normal, also sprich schlecht ernähren. Das ist die Hauptzielgruppe, es sind tolle Fotos, es ist nicht zu viel Text, es ist für meinen Geschmack so ein bisschen viel Mutmachbuch und diese Attitüde, was mich interessiert hat, waren nochmal so diese Yoga-Flows anzugucken. Er hat da so fünf Übungen, also im Prinzip ist es der Sonnengruß in der kurzen und in der langen Form. Und da noch drumherum ein paar Dehnungsübungen und Yoga-Posen reingestrickt, was vollkommen ausreichend ist, weil mehr
mache ich im Bereich Yoga ähnlich. Und zusammen mit dem Buch von Mark Divine, wo noch viele, viele weitere Übungen und so Yoga-Flows drin sind, ist das eine ziemlich gute Kombination. Mich hat sehr angesprochen, wie das Buch aufgemacht ist, wie gut es illustriert ist. Die Bilder sind nicht zu klein, es ist farbig, es ist schön fotografiert. Er beschränkt sich da sehr auf das Wesentliche. Ich fand es sehr ansprechend, ist natürlich nicht nur für Männer geeignet. Aber ist mal eine schöne Ergänzung irgendwie zu den zu so Yoga-Sachen, die man auf YouTube sieht, die entweder so erstmal so unerreichbar sind oder vom Look her diese super langen Frauen, die irgendwelche Verrenkungen machen, wo man sich als Mann vielleicht nicht so wiederfindet. Also gute Sache. Und ein Buch, das sehr durchwachsen war, Die Welt in Seiten, ist im Atlantis Verlag erschienen. Da sind 16 Liebeserklärungen an Buchhandlungen drin, von sehr prominenten Autoren zum Teil. Das sind gerade mal 224 Seiten. Zwei Dinge, die mir nicht gefallen haben, ist einmal die Autoren-Vita, ist schnörkellos, ohne Bild, ohne Illustration, hinten drin, nicht vorne beim Text dabei. Das hat mich gestört, irgendwie. Also, wenn ich einen Text vom Autor lese, dann will ich sofort wissen, okay, so eine Anthologie, wer ist das? Und nicht hinten rumsuchen müssen. Also, so lange waren die auch nicht. Das ist mir unverständlich und hat mir nicht gefallen einfach. Und dann hat mir noch missfallen, dass die Qualität der Texte sehr unterschiedlich ist. Also, was gut ist und interessant ist, ist, dass die Texte an sich sehr unterschiedlich sind, aber das Niveau der Texte war nicht so überzeugend. Also besonders schwach waren zum Beispiel Sascha Stanisic und Daniel Kehlmann. Die haben auch Texte beigetragen und beide waren schwach. Aber ansonsten, was wirklich top ist, sind manche dieser Liebeserklärungen sind wirklich super und die ganze Welt wird abgedeckt. Elif Shafak erzählt über eine Buchhandlung in Istanbul. Es gibt New York, Nairobi, André Kurkopf kommt vor. Wir erfahren was über Großantiquariate in den USA, über Buchhandlungen in London. Also in der Masse ist es ziemlich gut, aber wie gesagt, mit großen Qualitätsunterschieden. Dann last but not least, Loyalitäten. Erschienen im Dumont Verlag. Delphine de Vigan ist die Autorin. Und so ein Buch, das man an einem Tag lesen kann. Ein Roman, der aus verschiedenen Perspektiven das Schicksal von einem Schuljungen oder zwei Schuljungs, um genau zu sein, untersucht. Es geht um den 12-jährigen Theo. Der ist ein Scheidungskind. Seine Eltern tragen im Prinzip die Scheidung auf seinem Rücken aus. Und er kommt damit nicht gut klar. Insbesondere der Vater ist mehr wie so ein Zombie, von Psychopharmaka komplett an den Boden gedrückt, kriegt er den Alltag eigentlich nicht mehr richtig bewältigt. Seine Mutter ist in blindem Hass gegen den Vater. Er pendelt zwischen beiden Haushalten. Das bedrückt ihn so sehr, dass er die Lösung darin sieht, immer größere Mengen von Alkohol zu trinken, weil er gelesen hat, dass das einen an die, wenn man die richtige Menge erwischt, dass man dann vergisst und sehr selig ist. Sein bester Freund Matisse wird damit reingezogen und wir erfahren, dass alles die Vorgänge und die Katastrophe, auf die das Ganze zurollt, erfahren wir aber nicht aus der Perspektive der beiden Jungs. Die kommen nicht als Ich-Erzähler zu Wort, auch wenn wir deren Perspektive bekommen. Die beiden Ich-Erzählerinnen ist einmal eine Lehrerin, die Lehrerin Helene, die sich um die da ahnt, dass da irgendwas im Busch ist, die selber eine scheiß Kindheit hatte und die Theo helfen will und aber blockiert wird durch Gesetze und so weiter. Also Helene ist die eine, die hier als Ich-Erzählerin zu Wort kommt und sich wie so eine Löwin um Theo kümmert. Und das andere ist die Mutter von Matisse, die hat auch diverse Probleme mit sich selbst und auch ihre Ehe ist nicht so das Gelbe vom Ei. Naja, dieser Roman ist sehr überspitzt, also alle Figuren haben irgendwie massive Probleme. Das ist auch kein gutes, gute Laune-Buch.
Aber es ist sehr pointiert, es wurde wirklich alles weggelassen, was nicht irgendwie die Handlung befördert, unmittelbar. Also es ist sehr, sehr dicht, sehr kompakt und man geht da wirklich mit. Gleichzeitig kann man kritisieren, dass es jetzt sehr überzeichnet ist und man kann sich auch oft so ein bisschen denken, wie es weitergeht. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ein packendes Stück Literatur, sehr stark gezeichnet, hochkonzentriert und ein guter Beweis dafür, was Literatur so alles vermag. Ich habe auch eine Einzelrezension über dieses Buch hier in diesem Kanal hochgeladen. Puh, ja, puh, das war der Lesemonat November. Lesemonat Dezember, ihr seht es am Tannenbaum, folgt hoffentlich in den nächsten Tagen. Ich würde mich wahnsinnig über eure Kommentare freuen. Hoffe, ihr genießt die Zeit zwischen den Jahren. Jetzt lasst mal hören, ob ihr welche von diesen Büchern kennt oder ob euch das interessiert, eins von den Büchern, die ich hier vorgestellt habe, zu lesen. Kommt gut ins neue Jahr, seid nett zueinander. Bis zum nächsten Mal. Ciao.